Hallo, da sind wir wieder. Wir sind im Flusswald und jemand schreit einen Drache. Und offensichtlich wird Flusswald vom Drachen angegriffen. Und da müssen wir jetzt natürlich was tun, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, Eis. Ein Alter schon wieder. Ja. Also werden wir uns mal ein bisschen gegen Frost schützen. Ja, also in Karten. Also im Flusswald passiert es oft, dass die Leute hier einfach und sterben dann auch. Verstärken. Die uns wichtig sind. Ja. Kann so sein, dass wir nochmal einladen müssen. Aber wir versuchen das erstmal wirklich zu kriegen. Ja, wir versuchen es. Die Orbpfeile müsste ich noch drin haben. Dann probieren wir es mal. Konzentriert Warum sich auf schießt dich. Das nicht? Ich weiß es nicht. Du hast ihn schon getroffen. Du hast orkische Pfeile an. Ich weiß ja auch nicht, ob du deine richtigen Sachen alle an hast, weil du so viele gemacht hast. Aber egal, du hast Komm ihn getroffen. Komm runter. Mach mal die alle, du Misthund. Wehe, wenn du hier einen Freund von uns umbringst. Dann bist du noch töter als tot. Genau. Aber er ist ja jetzt schon tot. Ich glaube auch nicht, dass viele Leute da waren. Ja, es ist spät. Das ist ja ganz gut. Das sind die Leute in der Regel weil zu die, Hause. Das sind nur noch Wachen unterwegs. Wir haben schon oft genug erlebt, dass gerade Alvo immer wieder umgebracht wurde und war eine Frau, ja, und so. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Na, vom Himmel, ha? Aus seinem Grab. Ja, so und dann von oben runter. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, Pepe, mach mal pack dich auf Preps, mach mal an. Hat er nämlich nicht gemacht, hat sich gerüstet, ja, und zwischendurch passierte ja schon alles. Ne? Also nee. Das ist wie in den uralten Fraps nicht eingemacht. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Du hattest doch die Tochter von Alvo und von. Von seiner Frau. Ich hoffe, inzwischen gibt es die auch noch. Schmied, aber ich sehe hier niemand, der zu Schaden gekommen wäre. Ja. Na, Drache, hau ab. Er hat sich auch auf dich konzentriert, Gott sei Dank. Ja. Nö, hier liegt nicht mal eine Wache rum. Ja. Okay, dann können wir ja mal speichern. So, eigentlich wollte ich mein Questbuch aufschlagen. Und die erstmal wieder rausnehmen und auf Galdur gehen. Ja? Vielleicht ist es auch erstmal nur ein Dingsquest und wird dann erst hinterher einer ein anderer. Hier, da ist es doch. Ah ja, kryptische, naja, also klar. Gut. Gehe der kryptischen Botschaft. Ja, da bin ich auch nicht drauf gekommen. So. Ich dachte, er steht dann irgendwo ganz deutlich. Aber ist noch nicht. Das kommt noch dann noch. Nicht. Kommt dann noch. Gehe der kryptischen Botschaft nach. Ach, wir müssen erstmal zu Urak. Da müssen wir wahrscheinlich zu Urak, ja? Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß halt nur, dass es Keine Probleme gibt, Ahnung. Wenn man irgendwo reingeht. Meistens sind es ja Dungeons oder was ähnliches. Und dann hier dieser Quest noch nicht gemacht war. Das ist dann. Ja. Dass der Quest dann nicht zu Ende gebracht werden kann. Ja, das ist. Da sollte man nicht vorher nicht so reingehen. Ist, ne? Das Weil es ein relativ langer Quest auch ist. Ach. Der zeigt doch wieder auf die falsche Seite. Der zeigt immer nach links zu den Erzmagiergemächern, wenn wir zu Urak in die Bibliothek gehen sollen.
Vielleicht meint er auch, wir müssten uns einfach selbst ein Buch raussuchen. Auch nicht ausgeschlossen. Guck mal, hier ist das Buch. Das sieht ganz so aus. Verlorene Legenden müssen wir lesen. Ja. Da gibt es ja komische Geräusche von dir, Urak. Ja, die Orks, die haben immer so gute Tischmanieren. Ja. Ja. Bleiche Fürstin. Auch sind mehrere Legenden, die hier drin sind. Ja, Gauldur. Da ist es. Die verbotene Legende des Erzmagiers Gauldur. Ja. Ja. Er mit seinen Söhnen, ne? Hoch angesehen. Hatte aber leider drei böse Söhne, die seine Macht haben wollten. Na schön. Na gut, das werden wir nicht stehlen, sondern liegen lassen. Ja. Und jetzt? Und dann gucken wir mal, was unser Questpfeil sagt. Ja, hier. Erforsche die Legende vom Gauldur. Sorry, aber irgendwo ja. Wir müssen nach Volgundschur. Und da gehen wir am besten. Volgundschur. Ja. Was denn? Naja, wir können vom Lagerhaus rüberschwimmen, da ist der Sumpf. Und Volgundschur sitzt hier mitten im Sumpf. Aha. Das machen wir. Na schön. Dann machen wir's. Aber erst müssen wir raus. Fand ich lustig. Pepe sagt immer, nein, wir kommen da rein und gerade schreit jemand, da ist irgendwas. Ja. Und dann macht er nicht mal Fraps an. Und ich denke mir, was soll das? Ruf immer, mach doch Fraps an. Ja. Nee. Fast hätten wir den gekillt, dann hättet ihr es gar nicht gesehen. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer euch während eurer Zeit hier am meisten aber natürlich, du Schleimi. Nee, ja, die Schleimerin. Gut. So. Wir gehen zum Lagerhaus. Ja. Von da kann man bestimmt ins Wasser springen. Klar, ich gehe ins Wasser. Ja, ich gehe jetzt ins Wasser. Ihr seht neu aus. Ich bin auch neu. Ich glaube, wir könnten Freunde sein. Was? Was? Das glaube ich eher nicht. Ist doch der Typ, der uns diesen einen Auftrag gegeben hat. Den wollen wir ja gar nicht annehmen. Das Licht vom Leuchtturm löschen. Ja, ja. Sowas machen wir nicht. Ach, das ist seine Schwester. Ach, ja. Die ist genauso doof. So. Oder wolltest du jetzt schwimmen, ja? Ups. Viel Spaß. Also Volgundschur ist ja auf jeden Fall ein Nordgrab wieder. So. Ach, hier gibt es noch so einiges, wie ich sehe. Aber ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen schleichen, ein bisschen speichern. Und dann guck mal, da ist so ein Stein. Was ist das denn? Hier ist ein Feuer. Ja, sieht so aus. Du solltest das besser lassen. Das ist der berühmte Krabbenkiller, weißt du das denn noch nicht? Doch, das hast du davon. Und ich mit eurer Sorte hat er sich gelevelt, beziehungsweise seine schwere Rüstung. Und Blocken und so. Eigentlich müsstest du ein bisschen dankbarer sein. Und sie verschonen inzwischen. Ein verlassenes Lagerfeuer. Ja. Das sieht aber nach einer ziemlichen Schweinerei aus. Ja, ja, es sieht nicht freundlich aus. Ganz und gar nicht. Aber nichts
weiter zu sehen. Wer weiß, wer die verschleppt hat. Ja. Das ist ein Stein, oder? Ja. Da. Lehrlingsstein. Der Lehrlingsstein. Stellt Magiker schneller wieder her, macht aber anfällig gegen Magiker? Nö, den wollen wir nicht. Nee, sowieso nicht. Da holen wir uns lieber die Nennwurzen. Wo war sie denn? Weg. Hier gibt's ja gar keine Alligatoren, hä? Hast du aber ein Glück. Naja, wir müssen jedenfalls hier lang. Ja, jetzt geh mal dahin, wo du hingehen willst, das renne ich in der Nürnwurzel. Ja, ist ja cool. Nicht zu fassen, ja. Ha. Zumal bei Nürnwurzeln im Grunde eigentlich gar nicht benutzen für die Alchemie. Nee, viel zu kostbar, muss man aufheben. Ja, genau. Gibt wahrscheinlich Leute, die sagten, ich spiele das Spiel nicht, wenn da nicht auch wieder Nürnwurzen drin sind. Ich glaube, es gab schon Oblivion, oder? Mit den Nürnwurzen, oder? Ja, ja, da musste man doch für den... wie hieß er denn noch? Ich glaube, den gibt es ja, in diesem Spiel auch noch. Meister Alchemisten, ja. Ist es nicht der, der in diesem Spiel auch noch irgendwo eine Rolle spielt? Ja, der kommt auch irgendwann mal ins Spiel. Für den musste man ja erst 10, dann 20, dann 30 und so weiter sammeln. Aha. Aha. Ist da eine Treptor oder was? Ist wieder auf jeden Fall wieder so ein Lager. Hä? Ja. Ah, ein Tagebuch lesen. Wählens Tagebuch. Schrift, geh weg. Ah, die Elfenbeinklaue. Oh. Hat die Elfenbeinklaue aufgespürt bei einem Sammler in Bravo. Sein Tod war unvermeidbar. War unvermeidbar. Ja, ja. Ein echtes Herzchen, ne? Naja, es war ein echtes Herzchen. Ich glaube, das echte Herzchen ist jetzt nicht mehr. Was für ein schlimmer Typ, ne? Ja. Wir müssen es vielleicht jetzt nicht so. Ihr könnt es ja auch anhalten dann immer, wenn ihr es lesen wollt. Ja. Falls ihr nicht sowieso das Spiel spielt und dann es so lest mal. Wenn ihr ja auch an die Stelle kommt oder so. Oh, mehr sehe ich hier eigentlich. Hab ich auch keine Lust, es vorzulesen, weil so lang. Nee. Schriftstücken. Mit so vielen Schriftzeichen. Aha. So, jetzt haben wir das. Was war das? Ach, das war die Laterne gestolpert. Ja. Folguntur entdeckt. Da geht's hier wohl rein, wie es aussieht.
Wer weiß, wen wir da noch alles treffen. Bevor wir auf die Trauger treffen, die es dort auch bestimmt gibt. So. Ich habe noch kein Nordgrab ohne Trauger gesehen. Ja. Aber die Drachenklaue, die müssen wir ja noch finden. Ja. Da geht es doch immer nur um die Schätze. Wir wollen die Ehre und wir wollen den Ruhm und die anderen wollen immer nur die Schätze. Genau. Genau. Gibt's ja diese Lautmelder oder wie auch immer, hä? Ja. Die Klimperknochen. Ah, nett. So schön blutig hier. Hm. Sehr schön. Oho. Da ist ein richtig toter Trauger. Ja. Nee. Braucht man nicht mehr. Nee, ach. Wenn man es verkauft, bringt es auch nicht viel. Ich meine, es ist gut, wenn man es gerade braucht. Wenn man sich zum Beispiel eine Ohrrüstung basteln möchte oder so. Ja, hier ist ein Sockel für eine Drachenkralle. Ja, die müssen wir wohl noch finden bei irgendeinem von den Abenteurern. Oder bei irgendjemandem mit Namen oder so. Sonst haben wir ganz schlechte Karten. Ja, noch ein Schlüsselloch. Hier gibt es ja jede Menge Schlüssellöcher. Brot, Tomate. Fast Picknick. Ja. Hätte sein sollen. Hätten sie lange genug gelebt. Tja. Hier ist ein Wal. Armschienen. Ja, du weißt nicht wie, oder? Die kann man auch drehen. Oder woher weißt du, wie man die dreht? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist eine Schlange. Ja, und? Und da ist ein Fisch. Oh, die kann man ja alle also drehen. Drehen wir die mal auf Schlange und auf Fisch. Steht schon. So. Schlange Wal. Hier haben wir wieder zwei. Kann man die auch drehen? Davon gehe ich aus. Das ist Adler und Schlange. Adler. Nein. Ist nicht. Wir haben irgendwo muss die Drachenklaue sein. Ja, müssen wir auch genau gucken. Ja. Hier nicht.
Nein, nein, nein. Auch nicht auf dem Tisch. Im Lager war sie doch auch nicht, da wo wir waren. Ich hab nichts. Nicht immer mehr eher, dass es ja irgendjemand, dass sie sich gegenseitig abgemurkst haben. Alle hier. Das würde irgendjemand durchsuchen, Abenteurer. Hast du den schon durchsucht? Oh. Bleib stehen. Ja, ist gut so. Oder liegen ist auch reich. Nee. Sogar noch besser. Stimmt's? Ja. Sag mal, wir haben doch dieses Amulett hier, dieses Ding. Das bringt ja auch nichts, oder? Was wir da gefunden haben. Nee. Das okay. Wir müssen aber gleich Schluss machen. Wir sind schon über die schon ein paar Minuten drüber. Hier, Fragment von Galdus. Das ist weiter nichts. Amulett, das steigert nur Magika und heißt. Alles klar. Aber wir müssen aufhören, weil wir nämlich noch ein paar. Nee, wir haben schon 2 Minuten drüber. Wir haben keine Zeit mehr. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Tschüss.